Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Für die Unverheirateten hat der Herr keine ausdrückliche Anweisung gegeben. Aber als Botschafter des Herrn, dem ihr vertrauen könnt, möchte ich euch meine Meinung sagen. Wenn ich daran denke, welch schwere Zeiten uns bevorstehen, scheint es mir das Beste zu sein, wenn man unverheiratet bleibt. Hast du dich allerdings schon an eine Frau gebunden, dann sollst du diese Bindung nicht lösen. Bist du aber noch frei, dann bleibe es auch und suche dich nicht zu binden. Es ist nicht so, wie einige von euch meinen, denn heiraten, auch bei der bevorstehenden Notzeit, ist keine Sünde. Das gilt in gleicher Weise für Männer wie für Frauen. Nur werdet ihr als Verheiratete besonderen Belastungen ausgesetzt sein. Und das würde ich euch gern ersparen. Eins steht auf jeden Fall fest, Brüder und Schwestern. Die Tage dieser Welt sind gezählt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Darum soll von nun an für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Und wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Wort des lebendigen Gottes. Wie ich die Lesung in der Einheitsübersetzung gelesen habe, vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ich nehme sie gar nicht. Und dann habe ich diese Übersetzung gefunden von einem Priester, der heißt Kammermeier. Das ist eine Übersetzung im heutigen Deutsch, würde ich mal sagen. Und ich finde es sehr gut, wie in dieser Übersetzung ausgedrückt wird, dass der Paulus nicht das Heiraten jetzt schlecht findet, aber er findet, und er sagt auch, es ist seine Meinung, dass wenn man verheiratet ist, dass es vielleicht noch zusätzliche Belastungen gibt, als wenn man alleine lebt. Warum ich mich dann trotzdem für diese Lesung entschieden habe, ist eigentlich der zweite Teil. Verliert euch nicht an diese Welt. Egal, was wir tun und was wir sind, glaube ich, ist es gut, wenn wir immer wieder diese Ausrichtung haben, dass Gott es ist, der in allem und über allem und hinter allem steht und der ist, in dem auch unser Leben enden und münden wird. Und Paulus sagt es dann, er gibt da ein Beispiel, auch wenn ihr etwas kauft, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Am Ende können wir nichts mitnehmen. Am Sonntag haben wir in einer Predigt gehört, die letzte Begrenzung ist der Sarg, da wo uns dann alles genommen wird. Aber Paulus sagt auch, unsere Gefühle, egal ob Trauer oder Freude, alles ist aufgehoben in Gott. Er ist immer mit uns, egal wie es uns geht, egal wo wir stehen, egal was wir durchleben. Und das wünsche ich uns für diesen heutigen Tag, auch jetzt in der Schöpfungszeit, dass wir uns einsetzen für diese Welt, das tun, was heute dran ist, in dem Wissen, dass Gott mit uns ist und dass wir auf ihn zugehen.